Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Hallo. Jawohl, wie immer mit dem anderen Deppen hier. Na? Ja. Aua. Den Amos habe ich noch gebraucht. Oh, darf ich Ah. dich mit der Ender schlagen? Oh, warte, wenn du mich so wirklich sehen willst. Ich habe mir da so eine Rüstung zusammengeknüppelt. Sieht wirklich aus. Weißt du, wo die her ist? Woher? Das ist die komplette Crimson-Kult-Rüstung von Farmcraft. Als ich hier nach den Festplatten am Suchen war, habe ich da einfach so ein paar Leute gefunden und die vermöbelt. Und die haben mich auch circa dreimal vermöbelt. Ja, gut, ja. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier es geschafft, alle Festplatten mal. Festplatten, schön wär's. Alle hier in Scriber Presses diese Druckplatten zu kriegen. So, und ja, wir sind die größten Deppen aller Zeiten, das ist uns schon aufgefallen. Hier, wir sind mit den Botaniern richtige Profis. Stellen jede Menge Pflanzen auf, die Mana produzieren. Sogar zwei Mana-Pools. Aber verbinden die Pflanzen nicht mit dem Mana-Splitter, dass das Mana auch da reingeht. Da kommt jetzt auch langsam mal was rein. Ja, wird doch echt mal Zeit. So, ich wollte sagen, du wolltest ja auch noch was mit Botania weitermachen. Ja. Warum hast du denn hier noch so ein paar von den Hydro, von den Hatte Wasser. ich vor. Ja, von den Wasserblumen. Ey, ich kann die Scheißpflanzen echt nicht aussprechen. Das sind Hydroangeas. Hydroangeas. Na gut, er macht noch ein paar Hydro, schlag mich tot und wir machen heute ein bisschen weiter mit Ender.io. Ach, mach mal das anders, das funktioniert ja immer so gut. Ender.io. Und zwar wollten wir auf den Solarenergiebetrieb gehen und zwar mit einer Advanced Photovoltaic Cell. Da war ja etwas. Etwas wenig Ressourcen. Ja, uns fehlt genau eine einzige. Was? Was? Laut NEI kann man aus einer Steintreppe im Messerator zwei Netherquartz kriegen. Ist okay. Geht das auch in der Segmel? Ah, schön wär's. Also im Kann man Klatsch. jetzt Netherquarz über Cobblestone farmen? Nein, ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Okay. Oh Mann, wir können immer noch nicht. Mist. Weißt du was? Wir machen das jetzt so. Ich nehme jetzt einen Eimer Wasser. Wir haben da drüben noch so eine Lavaquelle. Ich gehe mal ganz schnell Obsidian farmen. Dann machen wir uns hier mal ein Enderportal. Nein, Ender. Netherportal. Damit wir wenigstens ein bisschen Netherquarz kriegen für. Schlag mich tot. Ja, ist, glaube ich, eine gute Idee. Weil Netherquarz ist ja ziemlich einer der Grundressourcen. Auch wenn wir Ja, mit ohne der das Pipe. kommt man bei meinem E-System nicht weit. Genau, das wollen wir nämlich heute auch noch anfangen, das im E-System. Und weißt du, was auffällt? Boss. Diese tolle Lavaquelle, ist ein ganz kleiner Ein-Block-Lavafluss. Verdammt. Das ist eine ziemlich awesome Lavaquelle. Ja, jetzt habe ich wieder ein wundervolles Standbild. Ah, geht doch. Oh Gott. Warte. Da war noch die eine Höhle, wo ich gestorben bin, wo ich in die Lava gefallen bin. Ja. Da war ein Lavafluss, das weiß ich. Würde ich sagen, hau rein. Bin schon auf dem Rückweg. Ich hoffe, das ist auch für euch so in Ordnung, also für die Zuschauer, dass wir hier ab und zu uns mal so backporten mit der Karte. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare und wir lassen das sein. Nun gut. Die ersten Folgen sind ja auch schon draußen und ganz ehrlich, es war relativ beliebt, würde ich jetzt nicht sagen, aber gut besucht. Wo war das jetzt? Ne, hier war das. Oder warte, warte, warte. War da auch Obsidian? Ja, da ist Obsidian. Okay, das waren 10 Obsidian. 3, 3, 2, 2, ja. Weißt du was, dann nehme ich gleich 14 mit, damit wir schon gleich für den Chunkloader haben. Ja, macht das. Ach ja, was gibt es Spannenderes als in der Aufnahme Obsidian zu farmen? Oh, mach einmal einen Bock. Kannst ja coole Metal-Musik drunter legen und das Bild sich die ganze Zeit drehen lassen. Oh ja. Aber naja, zwei haben wir schon. Na. Und ich. Na. Ich bin Profi in Fliegen, weißt du das?
Land will gerade dreimal auf dem Block landen und lande dreimal im Wasser. Inkompetent? Ja. Aber ich würde auch sagen, wenn wir dann die in der nächsten Folge mal langsam eine ordentliche Grundversorgung von Ressourcen haben und so weiter. Essen ist jetzt erstmal ein bisschen stabiler, aber wird immer noch nicht komplett stabil sagen. Wir haben jetzt nämlich mal den einen Heumann, den wir hatten, haben wir mal zu Brote verarbeitet und haben wir knapp 4 Stacks rausbekommen. Haben jetzt 4 Stacks Brote. Ja, würde ich als eine Menge betrachten, aber nicht gerade als stabil. Ja. Bin ich unbedingt darauf verlassen, immer wieder neue Heuschbacken zu finden. Nicht wirklich. Ich meine, bei Attack of the B-Team ging das klar, da hast du irgendwie alle so 3 Meter so von den Heumännern. Aber Attack of the B-Team ist nicht das Pack. Teufel ist schon wieder der Eimer hin. In meinem Inventar. Okay, also da, wo ich ihn gebrauchen kann. Genau. Das hatte ich aber auch mit der Dia-Spitzhacke. Ich musste mir dafür extra nochmal neue Dia zusammenfarmen. Na gut, aber wenigstens haben wir jetzt gleich schon mal das Obsidian zusammen. Oh. Aber aus Versehen sogar noch Redstone abgefarmt. Na, machen wir jetzt mal den Block da. Obwohl es eigentlich scheißegal ist, welcher Block ich abbaue. Wir brauchen so oder so Obsidian. Und der eine ist nicht schöner als der andere. Aber auf jeden Fall, wenn hier die Essensversorgung und Ressourcenversorgung grundlegend erstmal gesichert ist, würde ich sagen, laden wir die erste Person ein, ne? Ja, können wir machen. Oh, und das wird lustig, Leute, glaubt mir. Ich habe nämlich mal so ein bisschen mit der Person geschrieben. Und die wollte, hat uns erstmal ein bisschen ausgelacht, dass wir schon so oft gestorben sind. Und als ich erzählt habe, dass ich von der Wizard Cat, hier von so einer Katze abgeschlachtet wurde, da war alles verloren. Und da habe ich mir gedacht, okay, Freundchen, warte ab, bis du zu Besuch kommst. Jetzt solltest du das nicht ganz so laut sagen. Ach, passt schon. Ich glaube, die meisten Leute wissen eh schon, wer kommt. Weil so viel Kontakt habe ich zu anderen YouTubern momentan leider gar nicht. Einzigsten Kontakt, den ich habe, ist halt Sigurin. Ich glaube, der Großteil der Leute wird jetzt nichts sagen. Street Digger, Trevolo, Bakerman, Butze, ja. Zu Amiga Link habe ich sogar momentan noch ein bisschen Kontakt, aber wir haben noch. Also, ich habe. Er hat mich gerade vorgestern auf Steam geaddet, aber. Nur so noch nicht so plaudert. So, Stufe 4 Obsidian schon mal für den Chunkloader bereitstellen. Da brauchen wir aber noch ein Dia für. Und ich gehe mal ganz schnell schlafen. Und dann gibt es jetzt gleich was Lustiges zu schauen. Das geht ein Nether. Yay. Ja, ich komme mal mit, sonst gibt es eine total Katastrophe. So kopieren zumindest 2 Leute. Ja, wenigstens haben sie damals zu lachen, ne? Flint? Du bist, glaube ich, angezündet. Ach stimmt, ja, Flint ist ja Mangelware bei uns. Flint. Wir brauchen ja noch einen Flinten-Stil. Mal so grundlegend was ganz kurz was anderes. Das mussten wir eigentlich für morgen schon hier Physik fertig haben? Nein. Gut. Nö. Gut. Nö. Ich würde sagen, ich baue dann hier drüben bei dem kleinen Tümpel, baue ich dann erstmal das Portal hin. Okay, dann. Na, 1, 2. Und jetzt ein bisschen noch verbauen. 1, 2, 3. Doof, 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 doof und fertig haben wir das Portal. Schawom! Haben wir keine Seeds mehr? Also ganz normale? Die habe ich eigentlich in die Truhe für bei der Botanierpflanzen getan. Sind aber keine mehr. Na gut, dann gehe ich welche holen. Das kann eigentlich nicht sein. Also ich habe nochmal ein Seed gerade reingetan, aber das ist okay.
Na gut, kannst du mir aus dem Nether kommen? Ich mach mal ganz kurz mein Inventar aus leer. Ja, warte, ich mach noch schnell. Alter, bist du total blind? Hm? Ich schau grad in die Truhe hier und ich sehe sofort 36 Seeds. Oh, das spart mir Farm. Ach da, okay. Also ich geh jetzt in den Nether. Ja, Moment, warte kurz. Jo. Ich komm mit. Oh, das wird lustig. Ich erstelle den schon mal gerade. Und jetzt sofort Creeper oder sowas. Ja, Nitro Creeper. Downloading Terrain. Oh, das Server ist jetzt schon abgekackt. Ja, ich bin im Nether angekommen. Krieg ich das wieder aus dem Kram raus? Ich hab grad den Lack alle gedroppt. Einfach abbauen. Okay. Ah, hier ist schon jemand gestorben. Direkt neben dem Portal ist ein Grabstein. Ich baue euch mal ein paar Netherquarz ab. Dann machen wir halt in der nächsten Folge, so wie es aussieht, oder? Ja, okay. Ich jetzt mal die Farmützen ganz schnell ein bisschen was vom Netherquarz. Alter, ist das hier dunkel im Nether. Ich gebe mal meine... Alter, ist das am Laggen. Also gerade ist es richtig krass. Ja gut, aus dem Nether stellt, was erwartest du? Bist du auch reingegangen? Nein. Ja. Alter. Neben mir ist ein Spinner aufgetaucht auf einmal nach den Decks. So muss das sein. Also ich komme jetzt auch schnell nach. Haben jetzt noch viel Hydro gefixt. Jo. Alter, das ist ja alles andere als gut hier gerade. Was hast du bitte schon erwartet? Wenigstens ein bisschen Stabilität. Weil? Naja. Ich hab dem Server so ca. 4 GB zugewiesen. Ja, und? Halt. So, ich komm jetzt nach. Mit anderen Worten, gleich geht gar nichts mehr. Na gut, obwohl eigentlich spart es sich, in die normale Welt zu rendern. Irgendwie ja. Ist so. Ach so, okay, das ist Netherrack. Der Jetpack sah das aus wie Lava. Ach, wir haben auch ja. Direkt schon eine Netherfestung. Echt? Ja, und... Echt cool. Alter, hab was Geiles gefunden. Oh. Ich bin mal kurz weg. Sicher, ich trag noch eine Diahacke mit mir rum. Ja, tu ich auch. Und ich hab grad einen Wisp getötet. Die Wisps waren cool zum Morphen, oder? Ja. Und dann mau ich mich auch direkt mal rein. Alter. Also generell eine Wisp ist einfach eine, quasi eine Fledermaus mit 10 Herzen. Gefällt mir. Was ich aber schon mal mache. Nitro Creeper. Ich sehe schon gleich kommen. Blue up. Hier ist noch Glowstone. Glowstone macht man auch richtig viel. Würde ich sagen, hau rein. Weißt du, was ich da auch recht cool finde? Was? Man kann über Botania kannst du eine Gasträne in den Mana-Pool werfen und kriegst 2 Enderperlen. Okay, das ist cool. Hm? Habe ich einfach mal eben so gesehen. Alter, ist das am Ruckeln. Bei mir geht's gerade eigentlich. Ja, vielleicht weil bei mir noch die Aufnahme nebenbei ist. Ja gut, das ist gut möglich. Bist du Nethergras-Gedöns? Okay.
Ja, das ist hier, wie heißt der Mod Natura? Ach so. Oder bei Jungs for Plenty, bin ich mir gar nicht sicher. Das ist. Jungs for Plenty. Ah. Na gut. Passieren böse Dinge, wenn ich Nether Quarz in der Nähe von Pigments abhaue? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Traurigerweise muss man das jetzt echt schon fragen. Und das letzte Mal, dass ich das einfach so abgebaut habe, endete es ziemlich tödlich, also... Ja, das war aber auch hier mit... Hier, Nether aus, ne? Ne, jo. Was? Welches Modpack war das überhaupt nochmal? Ich... Techworld war es auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Oh. Ich bin mal überlegt... War das sogar Gravian Skies? Das ist gut möglich. Boah, ich gehe aus dem Nether raus, das kann sich den Zuschauern nicht antun. Und vor allem mir nicht. Wow, kommen sogar bei uns zu Hause raus. Wo kommt eigentlich die Scheiße, dass man normalerweise immer 4000 Blöcke weiter also irgendwo rauskommt? Ich hab keine Ahnung. Ich denke, wie das bei Gravian Skies war, wo man einfach irgendwo in der Luft gespawnt ist, dass ich jedes Mal porten musste. Ja. Na gut, auf jeden Fall. Wo waren wir jetzt dran? Advanced Photovoltaik. Wir brauchen... Ich hab Kobalt gefunden. Oh. Ja, dann versucht doch mal abzubauen. Wir brauchen was? Holz? Und 3 Nether-Core. Ja, ich merke, dass du gerade die Map am machen bist. Was können die ganzen Grabsteine, die hier in der Gegend rumstehen? Keine Ahnung, ich habe einfach mal einen mitgenommen. Ey, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Es geht hier. Ach, das sind Slabs. Ich habe gedacht, das wäre normales. Ja, Daylight Sensor haben wir. So, dann brauchen wir noch 2 Glas. Und jetzt kommt das Lustige. Wir brauchen Vibrant Alloy, Vibrant Crystal und Pulsating Iron. Wo sollen wir den Emerald herbekommen? Wir haben keine Emeralds, ne? Emeralds? Nö, ich glaube 0 bis 60 oder so haben wir. So circa 0. 0? Wir haben keinen Emerald. Bin ich nicht letztens erst einen Haufen gefunden? Oder waren das Saphire? Saphire. Ach, scheiße. Verdammt. Jetzt eine scheiße Wüste finden. Ah, dann machen wir erstmal hier den normalen Photovoltaik-Gedöse. So, wir brauchen Silikon. Silikon kriegen wir aus Clay. Sand. Alter, ist das auch noch am Ruckeln bei mir? Sind Skyberries zufällig tödlich? Sebastian, das ist der Nether, da ist alles tödlich. Oh, Wisp. Aua! Und Gast. Ach schade, ein Versuch war es wert. Ich wollte eigentlich gerade versuchen zu verarschen, aber hat nicht so gut geklappt. Wenn ich zugehört, hast du Aua geschrien oder wie? Ja. Das filetiert mich dezent. Ja, war irgendwie klar. Da muss man das Skill beweisen. Ah, hab sie. Oder auch nicht. Haben wir auch hier keinen Clay oder was? Alter, irgendwie haben wir eine Scheißposition gemacht. Ne, da ist Clay. Na gut. Ich baue den Clay gerade mal was ab. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich einfach nochmal aufs Spiel und das Farmen, damit wir ein paar Emeralds finden. Ja, können wir machen. Wir haben jetzt hier in der Nähe ein Bergbiom.
sollte relativ easy zu finden sein. Weil die Folge hatte sich nämlich jetzt auch schon langsam hinter sich. Ja gut, dann bildet sich das natürlich an. Jo. Ich hab nochmal gerade auf die Schnelle ein Deck von 44 Clay gefarmt. Na gut. Das schmeiß ich dann schon mal gerade in die Segmel. Wenn es dann aufhören würde zu laggen. Alter. Alter, Garstens groß. Bei mir ist gerade Katastrophe. Na wirklich? Okay. Ja, Hardware-Konfigurator. Also im Klartext, das Modpack ist jetzt abgeschmiert. Ich beende ganz schnell die Aufnahme. Bis dahin, tschö. Tschüss.